Ja, wir hätten die Chance, vor dem Spiel mit Kapitän Branjo Pohanka sprechen zu dürfen. Branjo, lass uns noch mal einen Blick zurück auf Freitag werfen, die 2:4 Niederlage in Halle. Woran hat es deiner Meinung nach gehakt? Wo hat es gelegen, dass es für keine Punkte gereicht hat? Ja, am Anfang haben wir ziemlich gut gespielt. Zwei Drittel haben wir gut gehalten. Vorne haben wir leider nicht so gespielt, wie wir wollten. Dann haben wir ein 5-3 Tor kassiert. Auf 2:1 war das. Und halt haben wir versucht, 3:1, 4:1 das Tor. Und da konnten wir nicht mehr machen. War schon vorbei bei den 3:1, war schon schwer, da wieder zurückzukommen. Wir haben versucht, aber hat nicht gereicht. Ihr habt jetzt ein Viertel der Hauptrunde durch, gegen jede Mannschaft konntet ihr einmal spielen. Wenn du mal so zurückblickst, was waren so die Mannschaften, die am unangenehmsten zu spielen waren, am schwersten zu spielen waren, also in Anführungsstrichen die stärksten Mannschaften der Liga, deiner Meinung nach? Ja, die Oberliga ist richtig stark geworden, denn jetzt ist das nicht so einfach zu sagen, wer leicht zu spielen ist. Jeder hat Chance, wenn du einfach nicht das machst, was Trainer sagt, nicht nur wir, sondern alle, dann kannst du gegen jeden verlieren. Also natürlich hast du deine spezielles Gegner, wo du dich besser fühlst, wo nicht. Aber sozusagen, wer ist einfachste zu spielen, kann man gerade jetzt nicht so sagen. Ihr habt euch über den Sommer im Sturm ziemlich gut verbessert, schießt deutlich mehr Tore als letztes Jahr. Was traust du als Kapitän deiner Mannschaft dieses Jahr zu? Wo könnt ihr am Ende landen? Wie ich gerade gesagt habe, es ist sehr ausgeglichen, die Oberliga. Man gewinnt zwei Spiele, ist vorne, man verliert zwei, ist wieder hinten. Also wenn wir unser Spiel spielen werden und genauso weiter Tore schießen werden, dann haben wir gute Chance, die erste vier zu schaffen. So gut der Sturm auch ist bisher, die Defensive ist so ein bisschen vielleicht die kleine Baustelle, zumindest wenn man auf die Anzahl der Gegentore guckt, obwohl ihr eigentlich zwei richtig gute Torhüter dazu bekommen habt. Woran liegt es? Woran hakt es irgendwie, dass die Gegentoranzahl so hoch ist? Was müsst ihr verbessern? Ja, nach hinten auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, wir bekommen ziemlich viele Tore. Da müssen wir einfach mehr arbeiten. Ich denke, es kommt nicht vom Training, dass wir das nicht machen, sondern im Spiel müssen wir das halt umsetzen. Und wenn wir das machen, dann wird das auch beim Torverhältnis anders. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Erfolg für heute Abend, Branjo, und schönes Spiel. Danke dir für deine Zeit. Dankeschön, gerne.